Hallo und herzlich willkommen jetzt mal wieder zur Teil 2 zu Super Mario Land 2 in unserem Live gezockt. Oh, und danke an AlexM023 fürs Folgen. Danke dir. So, wir haben gestern angefangen, Super Mario Land 2 zu spielen und wir spielen heute weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar haben wir noch, glaube ich, 2-3 Welten noch vor uns, bis es dann zur Finalphase übergeht. Und ich kann mich erinnern, wir müssen noch nicht da rein. Da gehen wir lieber wieder raus. Ja, sehr nice. So, und wir gehen jetzt mal in diesen Koopaling da rein. In die Turtle Zone. Und gucken mal, was wir hier so reißen können. Auf jeden Fall scheint es wohl hier ein reines Water-Gebiet zu sein. Ein Wassergebiet. Und ich krieg jetzt schon Angst. Wasserwelten oder Wasserlevel und Mario. Das wird hart. Oh mein Gott, ein Hai. Jetzt kriege ich Angst. Okay. Gucken wir mal, ne, ob hier mal endlich mal einen Pilz gibt. Immer noch kein Pilz. Jetzt kriege ich langsam wirklich Angst. Aber wenigstens eine Glocke. Das ist schön. Okay, wir sind mal kurz geduldig. Okay. Ah, ich hätte erstmal runtergehen sollen. Verdammt. Wir haben gestern die tollen 20 Leben noch geholt. Die wir gewonnen haben in dem Automat gegen Münzen. Ich glaube, 200 Münzen waren es gewesen. Also, ein richtiger Schnapper. Gucken wir mal, dass wir hier. Das war mehr Glück als Verstand. Oh, das wird auch übel hier. Und warten kurz, bis er vorbei ist. Und jetzt gehen wir hier runter. Okay, nice. Ah, und geschafft. Sehr gut. Sehr cool. Na, ah, egal. Hauptsache, wir werden riesig. Leben haben wir jetzt erstmal genügend, aber wer weiß, wie es da eventuell gleich sonst ja, passieren wird. Okay, damit so müssen wir wieder runter ins Wasser. Oh Gott, ich kann den Skeletten hier. Wie? Ich habe ihn nicht angefasst. Hä? Okay, es ist hier eine Art Labyrinth. Nee. Ah. Gehen wir mal hier hoch. Okay. Und hoch. Wie? Ich kann die nicht aktivieren. Jetzt komm. Okay, ich glaube, ich riskiere es nicht. Ich habe so viel Angst. Aber hier kann ich runterkommen. Ja. Okay. Was ist denn das? Komm. Also oben geht's auch lang, aber ich bleib mal unten. Okay. Und 3 Münzen geholt. Jetzt gehen wir mal hier lang wieder. Oh Mann! Das war jetzt ungeduldig. Sehr ungeduldig von mir. So, oh, müssen wir von vorne. Okay. Versuchen wir unser Bestes, um das hier zu schaffen. Na gut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal unten weiter.
Auch nett. Ah, aber wenigstens haben wir das hier, ne? Das heißt, wir kommen doch gleich hier runter. Oh, und dann können wir das einsammeln. Hope so. Jetzt komm, jetzt. Da sind noch Münzen hier drin. Okay. Das wird wohl heute wieder richtig toll werden. Na gut, gucken wir mal, ne, dass wir hier relativ schnell nochmal durchkommen. Gucken jetzt nochmal, ob wir das jetzt hier nochmal schaffen. So. Komm. Okay, müssen wir ein bisschen geduldig sein. Na, oh, wenigstens haben wir den erledigt. Jetzt gehen wir mal nach links. Oh Gott, ich gucke mir erstmal kurz das Muster hier an. Okay, hoch. Und jetzt holen wir uns hier die tolle Feuerblume. Na gut, wir bleiben ja groß. Im Endeffekt ist das ein kleiner Vorteil, aber. Na gut, wir gehen jetzt mal hier hoch. Dann gucken wir mal, wie weit wir hier vorankommen. Ich glaube, hier sind wir ja vorhin gestorben. So. Und hier. Ah, wenigstens eine Glocke. Rein damit. Das war knapp. Okay, wo geht's hier lang? Okay. Aha. Ach, Labyrinth hier. Ah, komme ich dann verschiedenen Ecken hier raus? Ah, guck mal. Mann, ey. Gehen wir mal hier lang. Hier raus jetzt. Okay. Okay, close. Okay. Ja, jetzt. Und die Glocke. Sehr cool. Jetzt haben wir das Level auch noch geschafft. Jetzt gucken wir mal, ne, was wir hier uns hier ergattern. Die drei Leben. Ja, sind wir wieder auf dem Stand wie vorher quasi. Nicht schlecht, würde ich mal sagen. Okay. Wir sind wohl in diesem Wal hier drin. Und wir sind nicht die Einzigen. Okay. Was ist denn das denn hier? Hä? Okay. Das ist skurril. Ah, wenigstens die Glocke. Das ist meine Magensäure. So, wir haben es gleich, oder? Oh! Guck mal. Das ist ziemlich nice. Schade, ich hätte irgendwie gedacht, ich könnte mehr Gegner erledigen. So, Endboss hier. Zumindest der von der Welt hier. Oh my goodness.
Okay. Toll. Hä? Also ich muss auf jeden Fall auf die drauf. Und die, auf die kann ich nicht drauf. Ich versuch's jetzt noch irgendwie noch hier zu retten. Verdammt. Hi an Princess Sakura Uchiha und Herr Kura 13. Hi. Ja, ich spiele natürlich das Spiel weiter. Ich will natürlich euch nicht vor unvollendeten Tatsachen stellen, sondern wir machen das jetzt hier fertig. Hoffentlich heute. Ich hoffe, das gelingt mir. Es fühlt sich so falsch an, hier so klein zu sein. Jetzt bin ich groß. Und jetzt kommen wir wieder gleich zum Ende. So, also ich muss auf jeden Fall auf diesen Oktopus drauf. Okay. Boah. Das war's wohl. Also, das Muster kann man schon ziemlich gut erkennen, ne? Aber, unsere vierte Münze. So, jetzt gehen wir in diese Makroland. Da sind wir relativ klein. Und dann mal gespannt, wie es weitergeht. So. Nee, war das war nicht hier. Hier war das. Oh, 1, 2, 3, 4 Level. Und alles wird wohl hier größer sein, ja, weil die Ameisen sind riesig. Okay, die bewerfen uns hier. Das ist nicht nett. Oh, okay. Jetzt sind wir im Untergrund gelandet hier. Ach du. Okay. Well. Da muss ich mich aber Acht geben hier. Soll ich mal versuchen runterzugehen hier? Wir sind groß wieder. Das ist, ey, das ist aber auch mies, ey. Okay, ich muss versuchen, mal Muster zu erkennen. Ah, oh, nice. Okay. Ich werde gefragt, wie lange ich heute das Game zocke. Na gut, ich hatte eigentlich schon vor, vielleicht eventuell bis Open End. Aber mal gucken. Solange es euch halt auch interessiert, ne? Kann auch sein, dass ich ab und zu mal vielleicht kurz mal eine Pause, kleine Pause machen muss. Boah, diese Lags manchmal. Aber mal gucken, ob das überhaupt eintrifft oder nicht. Ich hab schon gedacht, es geht da weiter. Ah, guck mal, das ist ziemlich nice. So. Das ist gemein gewesen. Oh, okay. Oh. Okay, und die Glocke. Die Glocke musste man auch da schon aktivieren. Okay. Für die Benachrichtigungen. So, gucken wir mal, was wir hier abgreifen. Ja. Gehe ich damit konform, wir haben genügend Leben. So, gehen wir mal hier weiter. Ja. Also mit Feuerblumen ist man eigentlich ganz schön mächtig hier.
Oh. Und schon ist dieses Glück vorbei. Guck mal, wie es da weitergeht. Oh, das war jetzt gemein, aber wir schaffen es hoch, komm. Sehr schön. Nur war ich ihn kurz berührt. Ey, das ist jetzt gemein. Oh, ist das gemein. Jetzt habe ich wohl ein kleines Problem, weil... auch mehr Glück. Die Glocke. Komm, ich will sie. Ein paar Gegner. Jawohl, ein Leben wenigstens mitgenommen. Okay. Jetzt geht er rein. Ja, wenn ihr nicht komplett bis zum Ende dabei sein könnt, keine Sorge, den Mitschnitt könnt ihr dann auf YouTube anschauen. Oh Gott, beruhig dich, Dennis. Die verwirren einen total. Und die Glocke. Genau, auf YouTube gibt es dann den Mitschnitt, gell? Das heißt, ihr könnt das alles genau schauen. So. Eigentlich ist es egal. Aber komm, wir kriegen jetzt ein Herz. Auch nicht schlecht. Okay, dadurch werden wir schneller und hier werden wir langsamer quasi. Hier wieder schneller. Das ist auch eine lustige Mechanik. Cool gemacht. Für ein Gamer-Spiel. Nicht schlecht. Es geht immer wieder ein bisschen um Physik natürlich hier. Aber das merkt man im Spiel auch ein bisschen an, dass es auch schon sehr stark an seine Grenzen kommt. Die Glocke. Ich eigentlich einen von denen kriegen? Ist das möglich? Oh Gott, ich fliege jetzt einfach mal kurz, soweit ich kann. Okay, hier ist nichts. Was ist hier? Feuer. Sehr schön. Das war wieder zu gierig, Dennis. Ah, okay. Dann haben natürlich noch die Glocke mit. Why not? Hi, Ending Master Sword. Hi, schön, dass du wieder da bist. So. Na, das war... Na gut. Wollen wir uns nicht beschweren. Wir haben genügend Leben. Und das scheint wohl das letzte Level hier zu sein. In der Macro Zone. Ein Leben. Boah, das hat die Xe hier. Okay. Geht's nicht durch? Wenn ich jetzt ungeschickt bin, um zu springen. Glocke. Ja, ich glaube, ich bevorzuge auch lieber gerade die Feuerblume mehr. Oh, ist das gemein. So, Endboss. What the fuck? Okay, die kommen auf jeden Fall. Da kommt immer. Okay. Oh, okay, ist ein bisschen tricky gerade. Okay. Er kommt wieder da raus. Er kommt zu mir. Ey, ich bin fast draufgesprungen. Jetzt. So, er geht zur Decke. Und dann geht er runter. Geht wieder da rein. Jetzt kommt er wieder da raus. Das
Oh, ich bin noch drauf gesprungen. Okay, noch einmal. Close, aber geschafft. Hi, an Nintendo-Fan 77. Hi. Wow, das war knapp. Jetzt haben wir die 5. Münze. Und jetzt bin ich gespannt, was sich tut, weil doch jetzt soll doch eigentlich dieses Moonland geben, oder? Ja, das war auf jeden Fall eine Bibliothek, ne? Ups, wollte gar nicht daran. So. Und wie kommen wir jetzt zur letzten Welt? Ich muss es doch mal ganz kurz überlegen. Also wir waren da. Dann geht's hier lang. Was ist eigentlich diese Höhle hier? Haben wir da auch schon? Nee, da geht's zu Wario. Aber das bringt doch nichts. Uns fehlt noch eine Münze. Und oben ist Wario. Man konnte doch zum Mond, oder? Und ich glaube daran... Oder was ist das hier? Haben wir das schon gemacht hier? Oh, nee, aber... Das ist ja so ein automatisches Level quasi, Autoscrolling. Das gibt's ja... Haben wir jetzt in diesem Spiel noch gar nicht gesehen. Also wenn ihr wisst, wie es weitergeht, dann schreibt es doch mal in den Chat, wenn ihr das Spiel kennt. Ich kenn's auch nicht. Die Musik. Ich fühl's einfach hier bloß und es geht einfach weiter. Und hier so. Okay. Schön. Hat mich jetzt hier nicht weitergebracht. Aber da gibt's auch irgendwie noch so. Weil da gab's eine Abkürzung. Und da waren wir ja gewesen. Wir können auch mal kurz da hingehen. Gucken, ob wir es noch finden. Dann könnt ihr gerne mal schreiben. Oder ich erkundige mich einfach mal ganz kurz nochmal. Oh. Okay. Ja, das Item brauche ich, glaube ich. Das ist, glaube ich, Voraussetzung, da hinzukommen. Knapp. Ich glaube, ich bin noch einfach gestern hier einfach so und dann einfach drüber gesprungen. Jetzt, ne? Mhm. Mhm. Das ist der. So. Jetzt können wir wieder die Abkürzung hier nutzen. Und jetzt sind wir links oben. Ist die Frage. Und ich bin einfach zu blöd und der Weg zur letzten Welt ist offensichtlicher, als ich dachte. Aber ich bin gestern hier gestorben. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass mir nicht wieder passiert. Also jetzt muss man das ganze andere Level wieder von vorne machen. Thank you.
traue mich gerade irgendwie nichts hier abzuschießen. Jetzt wäre der größte Fehler, was ich hier machen könnte jetzt. Okay, das war gestern ein bisschen tricky. Ups. Jetzt falle ich wieder zurück. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es von dort aus zum Mond geht. Weil gestern hat ein User geschrieben, ich komme zum Mond. Ich find's auch komisch, ich komme natürlich auch nicht direkt hier hoch. Also wenn ich hier rechts gehe, auch nicht. Anscheinend über den Hippo. Aber das Level haben wir ja gestern auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist tatsächlich etwas, das finde ich jetzt ein bisschen schon strange. Und das ist die sogenannte Space Zone. Okay. Also dieses Hippo ist immer noch anscheinend quasi ja, die Voraussetzung. Denn durch diese Blase würde man anscheinend da hochkommen. Aber keine Ahnung, wie das gemeint ist. Wir beobachten mal. Wir gehen jetzt mal das ganze Level hier lang. Aber wenn ich nie verstehe, wie man oben bleiben kann. Anscheinend durch einen Richtungswechsel kann ich oben bleiben. Okay. Hab ich das schon mal erkannt? Oh. In der Blase. Okay. Das ist... Es gibt ein unteres Ziel und es... Nee. Ha! Also man musste doch das obere Ding nehmen. Weil ich war gestern nur in diesem unteren. Ja, krass. Boah, die Gravitation, ey. Oh. Ups. Aber wir sind weiter. Ich finde es krass, diese Gravitation damals auf dem Gameboy. Das ist ja schon fast ein kleines Wunder, oder? Ja, bevor wir... Falls wir es heute schaffen, das durchzuspielen... Was wollt ihr denn gerne, dass ich mal so im Livestream spiele, ja? Dann schreibt es doch gerne mal in den Chat oder in den Kommentarbereich, wenn ihr das Video auf YouTube schaut. Verdammt. Ich bin doch schon auf dem Mond, keine Sorge. Ich habe das Gefühl, ich verliere hier wohl ein paar Leben. Ah, ich kann also so länger in der Luft bleiben. Angst. Angst, Potter.
Boah! Boah, hat er mich erwischt. Ganove. Ich will einfach nur hier schnell Ziel kommen. Oh, guck mal, ein. Oh, ich bin doch gerade voll auf den Stachel gegangen, oder? Sterbe ich überhaupt, wenn ich das hier drauf trete? I don't know. Will ich auch nicht ausprobieren. Oh. Das wird knapp, das wird knapp. Uff. Okay. Oh boy. Und die Glocke noch aktiviert. Ob ich Link's Awakening streamen kann? Ich hatte mal Link's Awakening mal in einem Video mal durchgenommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen. Ich bin von diesem Spiel. Ich bin momentan satt gesehen. Es liegt aber auch ein bisschen am Switch Remake, muss ich gestehen. Einfach leider ein bisschen satt gesehen von dem Spiel. Aber ich habe da noch andere Ideen. Muss jetzt auch unbedingt kein Gameboy-Spiel sein, ne? Es könnte. Egal welche Nintendo-Plattform. Kann alles sein. Oh, Autoscrolling. Oh, böse Sterne. Sind die sauer auf mich? Oh, die sind aber ein bisschen nicht drauf. Also, den würde ich hier aus dem Weg gehen wieder. Ich weiß gar nicht. Ich darf die nicht berühren, ne? Okay. Wario World für den Gameboy, das ist, Gamecube. Das ist tatsächlich sogar ein cooler Vorschlag, muss ich sagen. Ich habe das Spiel auch für den Gamecube hier rumliegen. Und das ist ein Spiel, die habe ich auch nie gespielt. Und die sollen auch, das Spiel soll tatsächlich auch gar nicht mal so gut sein, ne? Oh, ich kann sogar noch höher hier. Ach, ich kann die doch berühren. Ach, du. Ach, okay. Wie lange geht denn Mario World? Also ich weiß nicht, ob ich das durchspielen würde mit euch. Aber ich habe seit neuestem auch so einen HDMI-Adapter für den Gamecube. Der ist richtig toll. Und damit kann man richtig gut dann auch mal streamen. Mit wenig Qualitätseinbruch. Können wir gerne machen. Wir können auch gerne Mario Golf für den Gamecube spielen. Können wir auch gerne tun. Passend zum baldigen Release von Star Rush. Können wir mal gucken, ne? So, wie weit wollen wir das hier noch gehen, ne? Wie, es war erst die Hälfte hier. Okay. Okay, nicht schlimm, Dennis. Bist du nur einmal kurz klein geworden. Jetzt bist du aber klein. Noch kleiner. Ich sehe groß. Und jetzt geht's mal in den Bosskampf hier. Oh mein Gott, das ist unser lieber Gegner aus dem Super Mario Land 1. Ach du Kacke. Und was mache ich jetzt? Jetzt bin ich auf jeden Fall klein. Donkey Kong 64. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe das gar nicht auf Nintendo 64. Ich habe mal, ich habe es auf der Wii U mal gehabt. Shit. Ich muss aber sagen, war jetzt nicht so, ich bin total Rare-Fan, aber das hat mich leider gar nicht so überzeugt. Liegt aber auch daran, dass ich so ein bisschen die Qualität ein bisschen auf der Wii U ein bisschen fragwürdig fand. Ich weiß nicht, die Nintendo 64-Portierungen auf der Wii U waren halt zu dunkel. Und das hat mich auch ein bisschen abgeschreckt, muss ich gestehen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Kampf kurz. Aber ich werde mal eure Vorschläge mal aufschreiben und dann können wir mal schauen, was wir spielen können. Oh. Guck mal, ich versuche jetzt
Ich habe gedacht, es klappt. Okay. Animal Crossing New Horizons bin ich leider auch satt gesehen, sorry. Sorry. Ich bin kein New Horizons-Fan, muss ich gestehen. Und ich bin auch allgemein nicht so der Animal Crossing-Fan, sorry. Ja. Aber ich guck mal. Wir werden sicherlich was Schönes finden, was uns alle unterhält. Star Fox Adventure. Hab ich doch mal letztes Mal gespielt für Pixel Power. Ist ein sehr cooles Spiel gewesen. Oh, okay. Ich muss aufpassen. Ja. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt mal kurz mich hier konzentrieren. Leben haben wir noch. Oh, jetzt komm. Wie geht das denn? Oh boy, ich glaube, das wird ein bisschen übel werden. Also, ich muss die Attacken ausweichen, ich muss aber regelmäßig auf seinen Kopf kommen. Das bestimmt dreimal. Also, das funktioniert eigentlich ganz gut mittlerweile. Und jetzt, genau, vorab drauf gehen. Jetzt gucken wir, was jetzt passiert. Das ist manchmal doch zu schnell. Komm. Komm, 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 komm. Ja! Ich bin draufgekommen! Ich bin auf seinem Kopf gewesen! Betrug. Das war eindeutig Betrug, ey. Anzeige ist raus. Verdammt. Oh, crap. So knapp. So, jetzt aber. Ich verstehe nicht. Ist beim zweiten Mal Anhieb, da war er schneller? Okay, jetzt aber. Okay, vergiss es. Fail-Runde. Okay. Jetzt aber. Es gibt's einfach nicht! So, mittig drauf. Jetzt versuchen, perfekt auszuweichen. Oh, meine Leben. Zum Glück habe ich die 20 Leben gestern bekommen. Sonst hätte ich ein Problem. Ich habe heute noch einen Kommentar gelesen, ja, das Spiel soll am Ende ziemlich leicht sein. Und ich denke mir so, what? No! Hey, wie kann ich den perfekt ausweichen? Es gibt's einfach nicht! Verdammt! Warum? Jetzt werde ich langsam nervös. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich den Boss geschafft habe, mein ganzes Geld wieder mal ins Spiel investieren. Es hat doch vorhin geklappt. Es funktioniert einfach nicht mehr. Oh, das war aber... Ja, komm, 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 komm. Oh, das war wieder richtig knapp. So, komm.
Komm. Ja, komm jetzt aber. Ey, es war vorhin genauso und ich bin gestorben. Ich muss einfach an der Ecke stehen bleiben, schreibt Nintendo Fan 77. Danke dir. Danke, dass du mir diesen Trick danach gesagt hast. Mario 3D, Bowser's Fury, okay. Was ich noch lese, das neue Mario Golf, wenn es kommt. Ja. So, guys, coming to the end now. Oh, ich wollte noch zocken. Runter, runter, runter. Nein, geh mal wieder runter. Nochmal weg. Weg, 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 weg. Nein, nicht rein. Nochmal zurück. Sorry, Mario. Okay. Nochmal kurz da rein. Und dann zocken wir nochmal. Einfach ein paar Leben nochmal zu sammeln. So. Was passiert bei der Hexe? Krieg ich ein Leben abgezogen? Ist doch eine Hexe, oder? Und jetzt? Ah, war es einfach so eine Niete. Ach, jetzt komm. Wie im echten Leben. Verdammt, okay. Ich kenne noch 50 hier. Ja, komm, drei Leben. Das ist ein schönes Trostpflaster. Und noch ein Item hier schnappen. Nice. Ja, bei der Hexe habe ich echt nichts bekommen. So, okay, dann gehen wir mal tatsächlich jetzt zu Mario. Okay, also wird es nur eine Welt hier geben. Warten wir. What the fuck? Okay. Kann ich hier drüber springen einfach? Oh my goodness. Wo ist die Glocke? Okay. Aber ich muss sagen, das Design gefällt mir sehr von der Welt, gell? Muss man mal sagen. Okay. Warte, ich bin mal geduldig. Okay, ich muss da hochspringen auf jeden Fall. Okay, jetzt warte ich mal kurz hier nochmal. Ich bin jetzt mal geduldig. Aber da ich noch 800... Na gut, Sekunden sind sie eigentlich hier nie, ne? Oder? Oder können es Sekunden sein? Zeit habe, kann ich das ein bisschen entspannter angehen. Ich darf jetzt auf jeden Fall erst rausgehen, wenn das Ding rauskommt. Okay, das wird übel. Ich bin da richtig schlecht drin. Das wird mein Moment werden, wo ich hier nicht weiterkomme. Oh Mann. Das ist übel. Ich warte. Wartet. Das in der Mitte ist irgendwie nur Attrappe, gell? Oh, crap. Bei der kleinen Propellerbox bis 3 zählen. Okay. Meine Leben schwinden. Vorteil ist aber, eigentlich, ich könnte doch eigentlich jederzeit wieder da einsteigen, ne? Thank you.
Kein verstecktes Item hier. Okay. Problem ist, wenn ich einfach... 1, 2, 3. Ah, okay. Ich verstehe, was du meinst. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Mhm. Danke für diesen Tipp. Ich hoffe, der wird... Der funktioniert auch. Ich warte kurz. Ich hoffe, danach gibt es eine Glocke. Wenn nicht, hätte ich... Richtig gelitten. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich war zu vorsichtig. Und dann dachte ich so, Mann, das ist zu früh. Und dann, nein, es ist doch schon wieder los. Und nein, nein. Okay. Alle guten Dinge sind 500. So. Boah, das war richtig knapp gerade. Mir wäre es am liebsten, ich könnte fliegen, ey. Oh, das war richtig dumm von mir. Oh, das war jetzt auch wieder richtig dumm. Oh nein. Okay, die Größe ist jetzt eigentlich echt wurscht, weil im Endeffekt kriege ich oben nochmal ein Item. Und ob ich jetzt... Und wenn ich jetzt in die Säure falle, ist jetzt auch egal. Wenn ich reinfalle, falle ich halt rein, ne? Ich kann nur mal gucken, dass ich jetzt hier ein bisschen hier Zeit gewinne. Okay. Eins, zwei, drei. Es funktioniert einfach. Ich bin zu vorsichtig. Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Okay, ich habe mir überlegt, ich mach's so, ich gehe da hin. Okay, hat funktioniert. Glocke, Glocke. Okay. Nein! Ich muss perfekt durchrennen, ne? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber, okay, ich muss spekulieren, dass ich mit den zwei vollen Itemleben durchkomme. Also wirklich da bis dahin komme. Und es bis dahin schaffe und mir mindestens zweimal mir Treffer erlauben kann. Das wäre eigentlich doch... Boah, das war jetzt richtig knapp. Das war eigentlich der perfekte Weg. Das ist der... Oh, aber dafür ist es schon wieder zu spät. Okay. Ich muss versuchen durchzukommen und mich jetzt nur einmal treffen zu lassen. Weil ich nur ein Item jetzt hier erstmal habe. So. Gucken wir jetzt mal. Gehen wir hier weiter. Und da durch. Und da drauf. Ducken wir uns. So. Okay. Okay, nochmal. 1, 2, 3. Nee, so funktioniert's. So. Jetzt kommen wir in diesen tollen Raum hier. Warum mache ich das so? Hart. Ich brauche unbedingt zwei Items. Weil es sieht aus, als wäre danach ja erstmal. Ja, Sense mit diesen Dingern. Boah. Gut. So.
Das ist jetzt eigentlich ziemlich gut, dass mir das jetzt bis hierhin gelungen ist. Also ein kleiner Spielfortschritt für mich. So. Eins, zwei, drei. Wer hat gemeint, das Spiel wird am Ende richtig leicht? Ganz ehrlich, das ist viel, viel schwerer als Super Mario Land 1. Ey. Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Das kann ich gleich wieder vergessen hier. Naja, ich denke schon, dass es ein Muster geben kann, dass ich nicht da getroffen werden kann und dass es vielleicht auch eine Stelle gibt an dem Moment, wo ich rennen muss, quasi, um nicht getroffen zu werden. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es sowas gibt an der Stelle. Aber die muss ich auch erstmal wissen, ne? Und erstmal, da gibt es bestimmt einen Trick. Aber... Okay. Und durchatmen. Eins, zwei, drei. Boah, das war wieder richtig knapp gerade. Also, darf einmal getroffen werden höchstens. Wenn es oben ist, okay. Ich hab den Trick erkannt. Oh! Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Oh. So, krieg ich wieder mit dem Pilz. Okay. Ein Pilz, bitte. Ah, gib mal eine Box. Ah, schön. Okay. Die gehen hoch, sehe ich gerade. Die gehen runter, ne? Hm. Sorry, aber wie lange geht es noch ohne mit einer Glocke? Weil ich krieg dann schon richtig Angst, wenn ich dann Mario sehe. Oder ihm gegenüberstehe. Oder ist er ja schon? Okay. Muss ich ihn jetzt antreffen? Okay. Okay. What the fuck? Okay. Mit drei jetzt. Ah, ein Küken, hi. Das stresst mich gerade richtig hier. Okay. Hallo, Wario. Und jetzt?
Nein! Nee, muss ich alles von vorne machen. Ey, das wäre jetzt richtig mies. Ey, wie mies ist das jetzt, bitteschön? Ach, das geht auch ohne getroffen zu werden, weil es Bewegungsmelder hat. Okay, interessant. Oh nein. Ey, das ist ja richtig gemein. Jetzt darf ich wieder alles von vorne machen. Ey, das Spiel kommt sowas von aus der Hölle. Ey, sorry, aber was haben die Entwickler sich damals dabei gedacht? Oh. Na gut, komm. Also, das ist eigentlich auch egal, ne? Also damals waren halt wirklich, muss man auch trotzdem sagen, Nintendo-Spiele, verdammt, viel schwerer, gell? Also jetzt bereue ich gerade ein bisschen nicht, meinen Retron 5 angeschlossen zu haben, um einen Safe-State zu machen. Aber das ist jetzt schon richtig, richtig übel hier. Also ich kann mir vorstellen, ich hätte eigentlich nur auf Wario draufhüpfen müssen, ne? Mehr hätte ich wahrscheinlich nicht machen müssen im Moment. Aber ist halt so, ne? Aber ich muss auch sagen, der obere Abschnitt war jetzt eigentlich okay. Der war machbar. Gibt ein Schema. Und ja. Und hier will ich auch noch kurz drauf kommen, wo diese blöden Bewegungsmelder hier sind. So. Finde ich das hier am schwierigsten, muss ich gestehen. 1, 2, 3. Ist auch jedes Mal so knapp. So, sieht man anhand einer Grafik, wo die Bewegungsmelder sind? Hm. Okay. Ja, gut. So, wäre die Frage, kriege ich jetzt den Pilz langsam? Na dann. Okay. Also die Lernkurve ist steil in dem Spiel, das finde ich gut. Aber das Hüpfen ist manchmal ein bisschen laggy, weil einfach die Framerate manchmal so derbe runtergeht. Aber hier kommt man auch mit System gut rüber. So, jetzt gibt's die okay, jetzt gibt's die hier. Wo ich mir sage, ich finde, man hätte ein paar Sachen auswechseln können. Das hätte man unten machen können. Die mit dem Plattform wegen mir oben. Ja. Ach komm. Das erinnert mich ein bisschen an diese Sonne. Super Mario Bros. 3. Die kam direkt aus der Hölle, ey. Jetzt. Ich muss schon sagen, das finde ich schon ein bisschen schwieriger hier, ne? Jetzt wird es nochmal richtig tricky. Toll, habe ich das zwar geschafft, aber okay. Thank you.
Ich hab ihn immer noch nicht erledigt. Aber jetzt ist es sowieso egal, was ich hier gehabt hätte. Okay. Er kann jetzt auffliegen. Okay. Ich weiß also nicht, wann er runtergeht, gell? Aber ich bin klüger als er. Hat's ja vollgebracht hier. Aber gut. Okay. Oh, jetzt wird's hier ernst. Mich raten, es war die letzte Phase von ihm, oder? Ja, aber saumies, man darf halt echt nicht getroffen werden, weil... Okay. Ja, das tut richtig weh. Okay. Ach komm. Also ich guck gleich nochmal nach, wer gemeint hat, dass Super Mario Land 1 schwieriger war. Oder vielleicht habe ich mich auch verlesen, vielleicht vertausche ich das gerade. Aber wenn das wirklich ein User geschrieben hat, dann kriegt er von mir heute eine schöne private Nachricht zugeschickt. Dann kriegt er meine ganze Wut an mir ab, ey. Aber trotzdem muss man fairerweise sagen, die haben schon viel gemacht, die Entwickler. Und haben das auch gut weiterentwickelt. Und das ist auch ein... Also jetzt hackt's aber. Ist ein gutes, Mario 2D-Spiel auf jeden Fall, gell? Also die haben sich das schon ins Zeug gelegt. Bloß am Ende müsste ich irgendwie gucken. Ich weiß nicht, also... Ein Feuer-Item wäre es, glaube ich... Na gut, oder halt wirklich so mit dem Schwebe-Item. Das wäre natürlich am Ende perfekt, wenn ich das schaffen würde, mit dem Schwebe-Item dahin zu kommen. Das heißt, ich dürfte mich in der zweiten Phase von Wario nicht treffen lassen und hätte eigentlich einen Vorteil dann, würde ich jetzt mal so sagen. Eins, zwei, drei. Es wird nix. Es war zu früh. Oder zu spät eher. Okay, ganz ruhig, Dennis. Was ist denn jetzt los? Oh, ich sehe gerade meine Kamera. Kann sein, dass sie gleich ausgeht. Und wenn, dann tut es mir echt leid. Aber meine Kamera überhitzt im Sommer immer so schnell. Obwohl es hier eigentlich nicht so warm ist, aber das ist ein bisschen der Fluch der tollen Kamera, dass sie sich automatisch ausschaltet. Ey, jetzt will aber gerade auch gar nichts mehr gelingen, oder? Okay.
Eins, zwei, drei. Mein Leben. Hart. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Das deprimiert mich hier gerade total. Also ich würde schon fast sagen, das ist eins der schwierigsten Endlevel ever in einem Mario-Spiel, ey. Ich wüsste kein schwieriges gerade. Okay, reden wir nicht von den extra Zusatzleveln von Super Mario 3D World und 3D Land, aber Alter, das kommt ja hier aus der Hölle, ey. Eins, zwei, drei. Warum scheitere ich wieder daran? Ich darf vielleicht auch nicht mehr den Trick mit der Wand nutzen. Oh Leute, ich bin gleich Game Over. Was passiert dann? Komme ich dann zum letzten Spielstand zurück? Komm ich jetzt vielleicht so ein Ding hier? Gucken wir mal. Meine Kamera geht gleich aus. Direkt beim Off-Boss-Kampf dann. Es wird ein bisschen bitter werden. Oh Mann. Eins, zwei, drei. Oh, das war knapp. Danke dir für den Tipp, gell? Habe ich auch bis jetzt noch nie gesehen geschafft. Sollte ich vielleicht ausnutzen, okay. Boah, meine Hände schwitzen schon, weil ich echt. Und es tut auch ein bisschen weh gerade schon, weil das Steuerkreuz vom SNES, finde ich, hat noch einen ganz unangenehmen Grip, finde ich, so. Und es tut echt weh. Aber ich will jetzt nicht weinen, gell? Das wollen wir jetzt ja nicht. Boah, that lags, ey. Sobald ich hier eine Feuerkugel rauswerfe. Oh, das beeinträchtigt schon ein bisschen das Spielen hier. So. Oh, kein Risiko jetzt. Ich versuche jetzt mit so viel noch hier reinzugehen. Okay. Zwei Kugeln. Direkt hier mal. Ja, Gott. Direkt wieder alles hier verkackt. Oh nein! Oh.
Leute, mit dem letzten Leben, Tunnelblick und das Level gemacht. Ja! Ich habe Super Mario Land 2 durchgespielt. Oh, und das Schloss verschwindet. Nein! I have won, but at what cost? Jetzt Hotel Mario, please not. Ey, nice. Ich hab Super Mario Land 2 zum ersten Mal in meinem Leben durchgespielt und ihr wart Zeuge. Thank you, Mario. Your quest is over. Ja, in Super Mario Land 3 geht's natürlich um Wario. Das haben wir in Wario Land, da haben wir uns das auch mal angeschaut. Eigentlich auch ein sehr gutes Spiel, aber das werden wir nicht mehr spielen. Ich glaube, das fand ich sogar ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Director Takehiko Hosokawa. Ich sag mir gar nichts, muss ich gerade erst sagen. War damals wohl einer der Leitenden vom R&D One. Sind die überhaupt noch? Ist er noch bei Nintendo? Keine Ahnung. Jawohl, Leute, danke, dass ihr wirklich bis zum Ende dabei wart, mitgefiebert habt. Wir haben über eine Stunde noch den Rest gebraucht, aber wir haben es hier echt durchgezogen und durchgespielt. Und wirklich danke, dass ihr dabei wart. Ich habe mir eure Vorschläge mal hier, haben wir hier auf jeden Fall auch Video festgehalten und wir gucken mal, was wir dann demnächst spielen werden. Graphic Designer Makoto Kano. Weil die ganzen anderen 2D-Mario-Spiele haben wir schon mal gespielt, bis auf Super Mario Bros. 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, das will ich gar nicht spielen. Habe ich es überhaupt mal durchgespielt? Ich glaube nicht. Will ich auch lieber nicht. Super Mario Bros. 2, nee. Das will ich nicht. Oh boy. Ey, ich war am Ende wirklich im Tunnelblick und wo ich dann gewusst habe, ich kann dieses Item jetzt behalten mit dem Fliegen, habe ich gewusst, ich schaffe das, weil Mario ist eigentlich größtenteils auf dem Boden, tut nur Feuerkugeln rumwerfen. Ja. Ich meine Doki Doki Mario Bros. 2, nicht Lost Levels. Lost Levels kannst du mich doppelt jagen. Mach ich nicht. Nee. Ja, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, folgt gerne uns auf Twitch. Ihr könnt mir auch gerne persönlich auf Twitter folgen, ja, @ntdennis. Und dann folgt mir gerne mal auf Twitter. Folgt gerne zurück und dann, genau. Oder Instagram, auf uns könnt ihr uns folgen, ntower, ntower-de auf Instagram und auf Twitter auch. Oder, ich weiß es gerade, Acer gar nicht mehr. Ja, also ihr könnt ja einfach auf unsere Webseite gehen, auf ntower.de und dann könnt ihr das sehen. Jetzt muss ich doch ganz gucken auf Instagram. Was haben wir denn da? Genau, _.de und bei Twitter auch, ja. Macht es um. Presented by Nintendo. Ja, so, das Ende. Mario Land 2 und Wario, ich wurde besiegt. Well, Wario. Okay, the end. Musik, ey. Ich würde auch gefragt, ob ich Pokémon zocken kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, Pokémon ist, mag ich, aber vielleicht auch nicht so meins, gell? Ich muss mal gucken, gell? Ich kann jetzt leider nicht hier mehr resetten. Oder ich komme nicht mehr zurück. Das wird jetzt ein Dauerschleife hier so gehen. Also, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr die Geduld hattet und mir zugeschaut habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht wann, aber mal gucken, was wir dann spielen werden. Vielleicht was ganz Nettes. Und ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich wäre Dennis und sage tschüss. Bye, bye.